paar tote Geiseln, glaube ich, gehabt. Die Täter waren alle irgendwie noch am Leben und ein paar waren tot. Und bei uns auf unserer Seite sind auch welche gestorben. Das war kein schöner Einsatz. Also es war natürlich schon ein schöner Einsatz für uns, aber roleplaymäßig war das kein schöner Einsatz für die fürs LAPD. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR mit mir, dem Racer. Ja, wir sind hier oben im Friedhof oder am Friedhof. Und zwar ganz oben bei den Bänken, weil ich euch was zeigen möchte, ja. Zum einen haben wir zu wenig Geld, um durchs Fernrohr zu gucken. Da sieht man ja mal, wie wenig das LAPD verdient. Und zum anderen ist hier eine Bank mit In Memory of Chris Edwards. Und Chris Edwards war ein ehemaliger Rockstar-Entwickler. Und zu Ehren haben sie eben da oben dieses Schild an die Bank gemacht. Das wusste ich schon ein bisschen länger, also schon sehr lange, seitdem es eigentlich bekannt war. Aber ich dachte mal, ich drop mal wieder ein bisschen Knowledge, so wie vor zwei Folgen, glaube ich. Denke ich mir mal so, ja komm, machst du das mal, zeigst du das mal. Ne, auf jeden Fall, das zeigt einfach mal wieder, wie Rockstar, wie detailverliebt auch Rockstar ist und wie Rockstar sich auch ein bisschen um seine Mitarbeiter kümmert. Jetzt gerade, wo zurzeit das dem Unternehmen eine Menge vorgeworfen wird, was auch gerade die Arbeitsbedingungen angeht. Hier zumindest mal ein Beispiel, dass Rockstar vielleicht nicht ganz egal ist, was mit seinen Mitarbeitern passiert. Dennoch möchte ich das nicht gutheißen, falls doch irgendwas dran ist. Aber das ist eine ganz andere Sache. Wie gehen wir zu unserem Auto? Das habe ich da vorne geparkt, am Parkplatz, so wie es gehört. Hier einmal der Friedhof noch. Ich weiß gar nicht, welcher das in echt ist. Aber den gibt es auch in echt, das weiß ich. Ich weiß nur nicht genau, wie der heißt. Aber der ist im Osten von Los Angeles, so wie auch hier im Osten von Los Santos. Beziehungsweise auch Los Angeles, ne? Wir spielen ja hier im LAPD. Ich habe ja gesagt, das ist das LAPD und nicht das LSPD. Dass wir uns endlich mal drauf einigen, auch wenn jetzt hier steht Los Santos. Merke ich gerade. Gut, egal. Wir steigen mal ein. Und fahren auf Streife. Wir haben ein Pisswetter. Sagen wir mal, packen wir aus. So. Ja, und fahren wir raus auf die Straße. Ich hasse das, dass die Reifen durchdrehen am Anfang. Ich hasse das in diesem Game. Ich meine, ihr wisst das wahrscheinlich schon. Ich habe es euch schon oft genug gesagt, dass ich das hasse. Beim Anfang, dass die Reifen direkt quietschen. Das ist voll unrealistisch. Das haben sie bei GTA 4 viel besser gemacht. Ich sehe schon wieder, wieso quietscht das? Weißt du, das ist auf der Konsole ist das nicht so ein Problem. Auf dem PC ist das viel mehr ein Problem, weil da gibt es halt entweder an oder aus quasi nach dem Motto, ja. Wenn du einmal auf W gehst, gibst du Vollgas und das ist scheiße. Also das heißt, das ist scheiße, man kann es nicht verhindern, das ist richtig, aber ist blöd. So, Officer activated panic button. Passt, das merke ich mal. Crash das Game. Toll, mach mal wieder Reload All. Jetzt hatte ich aber auch schon. Ne, nicht Reload Plugins, Reload All. Geht ja schnell. Mhm. Das lasse ich, glaube ich, drin, oder? Lass ich das drin? Ich glaube, ich lasse das drin. Ich schneide das nicht raus. Das geht echt schnell. Also, das muss man echt rausschneiden. Ich habe ein Gefühl, dass ich bei dem Safe Game hier, immer wenn ich einen Einsatz annehme, dass das Ding crasht. Das ist mir nämlich vorhin schon mal gecrashed. Oh Gott, hat eine Brille. Ach du Scheiße. Jetzt gucken wir aber erstmal, wie das was ist, wenn wir einen Einsatz annehmen. Weil sonst muss ich gar nicht weiter aufnehmen. Ja, komm. Ja doch, das geht. Okay, dann weiß ich nicht. Das Problem ist ja mit der Brille auf. Also ich meine, das ist kein Problem an sich, sondern das ist ein Problem für unsere Sicht. Oder? Ja. Wir müssen mal ganz kurz, alles hier mal wieder. Beruhigen Sie sich. Ja. Komm, so. So, 4 Minuten schon vorbei. Dafür machen wir die Folge heute länger. Dafür machen wir heute länger. Das verspreche ich euch. Heute machen wir mal zu den 30. Das sage ich euch. Oder verspreche ich euch hiermit. Weil das kann man ja hier, ne? Das geht ja nicht. So. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wenn das jetzt wieder abgestürzt, dann muss ich kurz mein Spiel neu starten. Wenn man sieht, das eh nicht. Kidnapping in Progress. So, da fahren wir jetzt hin. Das ist im Golfclub. Gunshots reported, alles klar.
Das heißt, wir müssen mit Vorsicht hin. Haben wir eigentlich unser Leben deaktiviert? Okay, gut. Leben ist deaktiviert, wir sind im Gamer-Modus. Nee, so, das ist im Golfing Society. Da kommt der eh erstmal nicht raus. Also da müssen wir uns eigentlich gar nicht so krass beeilen. Bis der da rauskommt, sind wir drin. Ja, merkt euch den Satz fürs Leben. Bis der rauskommt, sind wir drin. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Also vielleicht sind wir auch noch nicht drin, wenn ich jetzt weiter hier oben gucke. Aber ich glaube da hinten. Ich glaube da hinten geht's rein. Ein Golfen macht gerade eh keiner hier, weil bei Regen golft, der nur vergewaltigt auch kleine Kinder. Keine Ahnung. Deswegen. So, pass auf, wir fahren mir hinterher. Ich meine, wo will er hingehen, ne? Er ist im Golfclub. Er ist im Golfclub. Oh Gott. Er ist im Golfclub, da gibt es kein Fliehen mehr. Wer einmal da drin ist, der muss Golf spielen. Oder er kommt hier nie wieder raus. Und ich würde sagen, der da ist gefangen. Genauso wie wir. Wir müssen gleich Golf spielen. Mit, am besten mit dem da. Komm, jetzt bleiben sie stehen in dem Crown Victoria hier. Komm. Wir holen aber mal, weil Shots feiert, holen wir mal einen Helikopter und ein bisschen Backup. Die natürlich draußen spawnt, weißt du. Die wollen natürlich nicht golfen gehen. Weißt du, nach dem Einsatz eine Runde Golf kann auch nicht schaden. So, wir dürfen aber nicht schießen, weil hinten ist nämlich ein Kidnapping-Opfer drin. Was, habe ich gerade auch die Kurve bekommen? Oh, hier geht's raus. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, hier ist hier. Na, der fährt hier ständig im Kreis. Pass auf, wir kürzen mal ab. Den Rasen mähen wir gleich auch nochmal durch. Beziehungsweise, mache ich den auch nochmal. Komm, jetzt bleiben sie stehen. Wir probieren hier mal zu drehen. Beziehungsweise, wir fahren mal hinten rein. Jetzt haben wir hinten die Windschutz, die Heckscheibe kaputt gemacht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was macht der hier? Wir haben gerade auch die Kurve bekommen. Komm, jetzt drängen wir den mal gegen das Netz hier, oder? Komm. Wir haben keine Chance. Jetzt haben wir ihn gedreht. Oh, wir müssen uns wieder. Oh Gott. Scheiße. Ich muss kurz die Waffe geben. Oh, oh, oh. Ich bin tot. Oh mein Gott. Alter. Da kam der mit der Sniper. Jetzt müssen wir uns eine Waffe geben, oder? Sonst nehmen wir die Comet Pistol. Und wir müssen uns das Model wieder geben. Haben wir? Okay. Und wir müssen uns ein Fahrzeug. Was ist das heute für eine Folge, ey? Nein, komm nicht mal an. So. Haben wir Traffic Stop. Das gerade ist nicht passiert. Das ist ziemlich traurig, guckt ihr. Das gerade ist nicht passiert. Wir sind gerade nicht gestorben. Wir wollten uns nur dem Golf wiederziehen, ja? Wiederziehen? Widerstehen? Nee. Entziehen, jetzt hab ich's. Wiederziehen. Wir wollten uns im Golf wiederziehen, ja? Merkt euch. Danke. Merkt euch das fürs Leben, ja? Racer Builded. Das ist eine neue Stiftung, die ich gegründet habe. Racer Builded. Ich habe jetzt auch in Schreibwarenhandel eingeführt, der die Bildung nochmal verstärken soll. So, wir sind jetzt da. Guten Tag, Herr Kollege. Haben Sie schon Donut gefressen? Shots fired, Shots fired, Shots fired, Shots fired. Jetzt geh. Oh. Schrotze. Okay, wir haben's. Alter, was ist noch denn los? Unser Bugatti. Das ist ein Bugatti, ich glaube, das ist ein Bugatti. Das ist unser Bugatti. Steht der hier? Bonzenjunge hier oder was? Weißt du, ist wahrscheinlich Geld geerbt oder YouTuber, was weiß ich. Weißt du, und dann hat er hier eine MP. Das, ne? Na gut, für den brauchen wir einen EMS. Mein Gott, wer macht mir das? Okay, egal. So, wir gucken mal eben, was in der Karre drin war. Was war denn bei der Karre drin? Aber was ist denn heute los? Ey, heute ist Schusswaffengebrauch hier, aber vom Feinsten. A busted up Mailbox. Und? Schon reingucken. Und. Was haben wir da drin? Some Stripper Cloth. Okay. Außergewöhnlich, aber für einen YouTuber nichts Besonderes. Was haben wir vorne drin? Da kommt da schon der EMS.
A map of Blaine County, gut. Und was haben wir im Motor? Gibt's da? Ja doch, da gibt's eine Klappe. Auch wenn die nicht auf... Alter, hier. Pen-Gun, okay, alles klar. Das schleppen wir mal ab hier. So, komm. Das Schöne ist, dass wir den Verkehr gar nicht sperren, weil scheinbar klappt das hier trotzdem. So kann ich ihn irgendwie behilflich sein. Oh Gott, er lebt noch. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir den hier festnehmen. Natürlich nehmen wir erstmal hier die Waffe. Na, bleiben Sie mal ganz... Bleiben Sie mal stehen. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Sofort. Okay. Wir sind festgenommen im Namen des LAPDs. Ja, mehr sage ich hier nicht, weil sonst werde ich noch zu nass. So, für Sie kommt ein Spot. Jetzt fahren Sie doch, Herr Abschleppwagenfahrer. Mensch. Was machen Sie da? Wieso... Warten Sie mal. Was machen Sie denn da? Ja, wobei... Komm, Sie dürfen weiterlaufen. Ist mir jetzt egal. Ah! Das LAPD hat echt was getrunken, weißt du? Das LAPD ist schlimm. Was... Du wirst du weggeschleudert wie sonst was. Was ist das? Gibt's nur beim LAPD. Das gibt's nur beim LAPD. Ja, sie. Sie sind bescheuert. So. Da kommen auch schon die Kollegen vom LAPD. Die mag ich besonders. Da ist ein Crown Victoria. Den mag ich auch. Den mag ich sogar wirklich. So, komm. Lassen Sie mich mal vorbeifahren, ja? Achso, was machen die Karre da jetzt? Na gut, die chillt einfach mal weiter. Und ich glaube, wir haben ein Schlüsselloch, oder? Ne, wir haben kein Einschussloch. Oder zumindest in der Windschutzscheibe. Aber wenn wir vorne eine eingedetschte. Ne? Machen wir mal reparieren hier. Dann lass es nämlich durch. Luxury Vehicle Theft in Progress. Das machen wir. Die Frage ist nur wo? Da hinten, okay. Lass mich vorbei, bitte. Komm, lass mich vorbei. Okay. Ist da hinten. Mal gucken, was das für einer ist. Wenn das ein... Das Kari ist, die schon was unter der Haube hat, müssen wir gegebenenfalls ein bisschen Verstärkung anfordern, weil sonst ist die uns gleich mal hier entwichen, ne? Das sage ich euch aber. Aber ich glaube, da ist eh auf dem Parkplatz. Das heißt, ja, der kommt dann... Jetzt machen wir hier einen Eingang zu oder einen Ausgang, whatever. Kommen wir jetzt zu. Ja, da kommt der nicht mehr raus. Das sage ich dir. Da kommt der nicht mehr raus, Freundchen. So, komm. Ey. Der flüchtet. Der flüchtet. Bleiben Sie stehen, verdammt nochmal. Keine Chance. Komm. Jetzt kommt von vorne eh noch einer, glaube ich. Scheiße. Ja, der ist hingefallen. Nehmen Sie die Hände hoch, nehmen Sie die Hände hoch. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Sie sind verhaftet. Ey. Jetzt auf dem Boden oder muss ich sie nochmal tasern? So, nehmen Sie fest. Ne, ich nehme mach. Und dann wird wieder rumgeschossen. Kümmern Sie sich mal lieber um die Schießerei da hinten. Ja, okay, hat sich glaube ich schon erledigt. Die Frage ist nicht, welchen Ausgang. So, kommen Sie mal mit hier von der Straße weg. Ich glaub, wir haben da hinten eine Schießerei. Ich muss mal kurz gucken. Ja, eine Schießerei. Was hat... Lass mich mal bitte... Ne, dann geh ich halt außen rum, Arschloch. Was hat der denn hier verbrochen, dass sie ihn erschießen mussten? Das ist ja ihre Tat, ne? Ich möchte eigentlich nur wissen, was passiert ist, aber keine Rede mit mir. Toll. Gut, dann fahren wir mal weiter. So, wir nehmen mal... Was ich auch noch machen wollte, ist die Karre... Achso, schauen Sie ein. So. Karre wollen wir noch speichern, dass die uns nicht weg... entwischt. So, und dann fixen wir einmal und fahren weiter. Was machen wir jetzt? Organized Street Race. Ja, machen wir mal, oder? Komm. In Burton, das ist da unten. Da müssen wir uns aber ein bisschen beeilen, weil die racen ja. Hoffentlich sind das nicht allzu viele. Ah, wieso bleibt denn da stehen? Hoffentlich sind das nicht allzu viele, weil sonst haben wir ein Problem. Das sind sie doch, oder?
Unsere Kandidaten. Okay, wir sind eine Menge. Brauchen Unterstützung. Wir gehen zu den Zweien. Der eine da oben soll mal... Oh Gott, wir gehen zu den Zweien. Alle können wir unmöglich kriegen. Aber den hier vorne vielleicht. Scheiße, komm, pass auf, den drehen wir sofort. Es ist eine freie Spaß. Oh Gott, das war nicht die Definition von wir drehen den. Das war eher, wir spacken mal rum. Jetzt bleiben sie stehen. Scheiße. Ich fahr gerade so einen Scheiß zusammen. Es hat gesessen, aber für uns noch mehr. Wir brauchen ja Unterstützung. So, komm, fahren sie geradeaus. Steigen sie aus, steigen sie aus. Sie sind verhaftet. Nehmen sie die Hände hoch und gehen sie auf den Boden. Sofort. Bitte. Beeilen sie sich. Wir haben noch ihre Täter zu fangen. Jetzt gehen sie auf den Boden. Mensch. Wir holen gleich meinen Abschlepper. So, komm, gehen sie auf den Boden. Sie sind verhaftet. Wegen illegalem Straßenrennen, beziehungsweise des Verdachts des illegalen Straßenrennens. Für sie holen wir Kollegen. Und wir kümmern uns jetzt mal schnell um die anderen. Müssen wir warten, bis der Kollege die abgeholt hat. Mensch. Was verleitet sie denn dazu, ein Straßenrennen zu veranstalten? Beziehungsweise daran teilzunehmen. Veranstaltet haben sie es ja nur vielleicht. Aber wieso wollen sie daran teilnehmen? Wieso meinen sie, dass es sinnvoll ist, an Straßenrennen teilzunehmen? So, okay. Ende des Gesprächs. Wir sind jetzt weg. wir müssen noch Leute fangen. Wir reparieren mal kurz, ausnahmsweise. Wir gucken jetzt mal, was die anderen auch noch gefangen bekommen. Dass wir die zur Strecke bringen. Weil illegales Straßenrennen ist nicht so ungefährlich, ja. Oh Gott. Da vorne ist einer, aber ich glaube, der ist auch schon in Custody, oder? Der sieht sehr regungslos aus. Der sieht sehr nach der ist gefangen aus. Oder? Nee, gar nicht. Oh Gott. Der bewegt sich hier noch. Okay, der war nur für uns unbekannt. Verfolgen wir den mal. Taser, wir machen die Reifen kaputt. Aber nur dann, wenn es frei ist, weil sonst rast er noch irgendwie einen anderen Verkehrsteilnehmer hier. Jetzt zum Beispiel. Wenn ich treffen würde, würde das auch aufgehen, der Plan. So, der hat gesessen. Noch ein bisschen Backup. Komm. Ja, komm, fahren Sie gegen den Baum. Steigen Sie aus. Gehen Sie auf den Boden, nehmen Sie die Hände hoch. Okay. Was mir gerade auffällt, was man noch verbessern könnte, das LSPDFA, dass die einen Meter vom Auto wegstehen und dann die Hände und dann auf den Boden gehen quasi. Dass die nicht immer so im Auto halt drin backen, weil das sieht irgendwie ziemlich bescheuert aus. Aber nur so am Rande. So, auch ihre Karre wird abgeschleppt. Weil auch sie des Verdachts, im Verdacht stehen, an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen zu haben. Und wir fahren weiter. Und gucken, dass wir den letzten auch noch kriegen. Guck mal, unsere rechte Lampe ist kaputt. Naja, gut, dann ist es halt so. So, da hinten ist der letzte. Oh Gott, oh Gott. Ah, oh, scheiße, da hab ich auf die Map geguckt, ey, weil ich mich gewundert habe, warum da so viele Icons sind. Was machen die denn hier? Kaffeekränzchen? Keine Ahnung, egal. So, da hinten ist der letzte. Aber ich glaube, auch um dem wird sich schon gekümmert. Vorsicht, lassen Sie mich durch. Danke. Okay, der ist auch schon in Custody. Dann müssen wir uns um den auch nicht mehr kümmern. Das machen dann die Kollegen. Oh, 3 Suspects in Custody, 1 Suspect escaped. Ja gut, dann gehen wir da die Fahndung raus. Später auf dem Präsidium. Aber machen das erstmal mit unserer Streife weiter. Mensch, das war ein Einsatz, ich sag's euch. Wollen wir mal eine Straßenkontrolle machen? Also den kontrollieren wir jetzt hier. Machen Sie mal rechts. Alter. Okay, der flüchtet eh. So. Okay, Helikopter und Kollegen.
Bleiben Sie stehen, nehmen Sie die Hände aus dem Fenster und fahren Sie ran. Scheiße. Nein! Sollte ich nicht. Der Widerstand ist zwecklos. Wenn Sie sich nicht widersetzen, wird hier irgendjemand verletzt oder so. Mann, ich bin echt überzeugend. Ne? Ich bin so richtig überzeugend. Aber der fährt schnell. Der fährt hier mit 100 Sachen oder so durch die Innenstadt. Das ist nicht gut. Fahren Sie sofort rechts ran. Okay, ich glaube, wir müssen auch denen mal zeigen, was ein Taser ist. Scheiße. Oh Gott. Weil jetzt ist er vielleicht eingekesselt? Nee. Zumindest macht er hier die Tür zu. So, wir tasern mal aus dem Fahrzeug raus. Oder sind das sind zwei, oder? Ich glaube, das sind zwei. Warum bleiben sie stehen? Der Widerstand ist zwecklos. Oh, scheiße. Wird alles bezahlt. Scheiße. Komm, bleiben sie stehen jetzt. So. Schneiden sie aus. Nehmen sie die Hände hoch. Nehmen sie die Hände hoch. So, sie sind festgenommen. Und auch ihr Kollege ist erstmal festgenommen. Nein. Sie fahren das Fahrzeug nicht weiter. Ey. Nicht hinten einsteigen. Ah. Steigen Sie aus. Nehmen Sie die Hände hoch. Auf den Boden. So, für Sie hole ich den Transporter. Huch. Dann nehmen Sie jetzt die Hände hoch. Oder muss ich Sie nochmal... Da müssen Sie nochmal tasern. Ja, wir können natürlich gerne hier den Taser leerballern. Aber jetzt nehmen Sie doch bitte die Hände hoch. Vielen Dank. Der Bank heißt. Ja, können wir gerade nicht. Aber doch, komm, wir nehmen das an. Wir sind eh recht fertig. Proceed with caution. Ja, wir müssen uns beeilen. War für den hier oben natürlich ein Kollegen. Wo ist unsere Karre? Wir haben einen Banküberfall. Nein. Sie steigen nicht ein. Sie gehen nicht mit zum Banküberfall. Nein. Sie gehen nicht zum Banküberfall. Nein. Sie gehen nicht mit hier. Ist nicht gut. So, jetzt hier. Wir gehen zum Banküberfall. Und wir fahren mit Code 500, weil es ist dringend. Das ist für mich jetzt Code 500, beziehungsweise da ist es hier Code 99. Das heißt, alle verfügbaren Einheiten. Deswegen werden wir auch zu einem Einsatz gerufen, der ein bisschen weiter weg ist, weil es einfach dringend ist. Ein Banküberfall erlebt man auch nicht so alle Tage. Und wir hatten lange keinen Banküberfall mehr, ne? Ich glaube, seit Folge 44 oder so haben wir keinen Banküberfall mehr gehabt. Damals hat es ja in dem Geiseldrama geendet. Könnt ihr euch gerne anschauen, wie es beim ersten Mal gelaufen ist. Hat mit dem Absturz sogar tatsächlich geändert. Mein GTA ist abgestürzt. Was aber beim Trainer lag. Aber der Verlauf war auch nicht so toll. Wir haben ein paar tote Geiseln, glaube ich, gehabt. Die Täter waren alle irgendwie noch am Leben. Und ein paar waren tot. Und bei uns auf unserer Seite sind auch welche gestorben. Das war kein schöner Einsatz. Also es war natürlich schon ein schöner Einsatz für uns, aber roleplay-mäßig war das kein schöner Einsatz fürs LAPD. Und gucken, ob wir das jetzt besser machen, ob das jetzt wieder in einem Geiseldrama endet. Oder was da jetzt los ist überhaupt. Jetzt müssen wir erstmal zu Captain Wells gehen, ja. Die Straßen, die sind weiträumig abgesperrt. Captain Wells, where are you? Da ist Captain Wells. Wollen wir vielleicht in die Karre gehen? Das ist ein bisschen trockener, nicht? Okay. Sir, what's the situation? Das ist mega laut. What's this? Ja, guck mal, der liest eh vor. How many robbers are there? We don't know how many are in there, obviously. The way I see it, you have two options. You can attempt to negotiate with them. Alternatively, you can go in and swap them out. So, pass auf jetzt, ne? Ich hab den hoffentlich gelesen. I'm going to try to talk to them first and see how that goes. Let's take this bastard out. Wir probieren Nummer 1. Wir wollen das Geiseldrama ja nicht wiederholen. Huch. Ach so, okay. Ja.
Definitely. Yeah, definitely. I can't hear myself think with that thing going. Tech team, cut the alarm. Good luck, officer. Let's try to end this thing. Copy that, sir. Wir probieren das Ding jetzt peacefully zu enden, ja? Press Y to initiate the negotiation call with the robbers. Pass auf, wir gehen aber hinter das Auto, nicht, dass hier irgendwie rausgeschossen wird. Bleiben wir hier bei dem. Beziehungsweise gehen wir mal an die Wand. Robber, who the hell is this? I'm busy. I'm an officer with the LSPD. Who is it that I'm speaking to? Shut up, I'm in control here. Okay, what do you want? Look, the bank is around that we all want to go home. Just come out peacefully or can't we make a deal? Das ist jetzt schwierig. Ich glaube, wenn wir den jetzt bedrängen, ist das nicht gut. Mach mal drei. Can't we make a deal? Pig, what type of deal could you make that would interest us? What are you interested in then? No idea, but I'm sure we can still make a deal. Nee, das ist nicht gut. Look, the bank is surrounded. Dann mach mal eins. What are you interested in then? We're interested in a free plane ticket to Liberty City, business class. You know that won't get approved. Don't you want to see your family again? How about some business class pizza instead? That might take some time to handle. Giving us a hostage could speed it up. Okay, probieren das hier. Giving us a hostage could speed it up. Time is scarce, and so is human life. Scheiße. Gut, dann bleibt uns der... Müssen wir jetzt mit Gewalt machen. Scheiße. Gut, dann holen wir jetzt mal ein bisschen Rüstung und ein bisschen Waffen. Und dann heißt es, es wird ernst. Wir probieren das ganze Drama nicht zu wiederholen. Was haben wir jetzt? Also wir haben jetzt Tränengas. Die MP gehört nicht dazu. Wir nehmen hier mal die Gefechtspistole, die Schrotz haben wir, Tränengas. Okay, wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wir haben natürlich nur begrenzt Leben. Wir haben hier ein M4A1 Gewehr, genauso wie unsere Kollegen, glaube ich, oder? Ja, oder? Das ist ein M4A1. Ja. Oder? Das ist eins. Dick. Nee, das ist gar kein M4A1. Glaube ich. Nee. Ey. Egal, darum kümmern sich jetzt die Kollegen um den Unfall hier. Oh Gott, hier wird schon rumgeschossen. Egal, das machen die. Wir sagen, move in. Press I to make the SWAT. Ach du Scheiße, das ist laut. Okay. Okay, pass auf. Okay, das ist jetzt verdammt schwierig. Okay, Tränengas ist aktiv. Wir werfen aber nochmal was rein. Die sollen da drin ruhig mal ausgeräuchert werden. Wir gucken, wie es auf der anderen Seite läuft. Dass wir dann reinkommen. Okay. Der ist nicht tot. Der ist tot, okay. Oh Gott, da hinten wird geschossen. Oh, das tut mir leid. Scheiße. Oh Gott, ich muss ein bisschen aufpassen. Wir gucken mal wieder, wie es hier auf der Seite aussieht. Dass sie gegebenenfalls von hier kommen. Okay, wir sind jetzt drin. Das ist eine Geißel. Müssen die hätten. Ja, komm, das bringt hier nichts. Reden bringt hier gar nichts. Ja, gut. Kommen wir hier rein? Ja, das ist geschütztes Glas. Das ist blöd. Jetzt haben wir den. Okay. Boah. Oh my God.
Habe ich das Hostage gekillt? Ich glaube, ich habe den Hostage gekillt. Da ist jemand hinter der Tür. Okay, den haben wir. Warte mal. Es geht nicht mehr raus. Entweder war hier... Nee, okay. Wir haben keine SWAT-Officer mehr. Okay. Wir müssen das jetzt alleine machen. Machen Sie die Tür auf, Sir. Wir gehen hier in die Ecke. Okay, wenn der reinkommt. Ja, es bringt nichts. Wir stürmen. Okay. Alter, ich bin gerade mega angespannt. Auch wenn es echt nur eine Mod ist, ne? Es ist unglaublich. Man fühlt sich irgendwie wie in so einer echten Geiselnahme. Weil du einfach genau weißt, wie das Leben hat in GTA. Okay, man hört. Man hört Leute. Kann ich jetzt befreien? Ja, use your eyes. Okay, da oben ist einer. Scheiße, haben nur noch ganz wenig Leben. Okay. Gehen wir da. Nein, nicht gut, wir hängen fest. Okay. Alter, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Okay, wir gehen nochmal raus. Wir müssen uns mal kurz heilen. Wollen wir nochmal rein? Ja, perfekt. Okay. Okay, perfekt. Dann trotzdem unser Zeug bekommen. Ich finde das nicht gut, dass wir hier keine SWAT-Leute mehr haben. Warte, ich hab ein bisschen Schiss hier. Uns folgt uns auch keiner, oder? Nee, okay. Wir sind ja alleine, ja. Wir müssen das alleine jetzt machen. Boah! Alter! Aus dem Grund. Und aus dem Grund. Alter, hab ich mich erschrocken. Irgendjemand läuft hier. Nimm mal die Schrotze. Da unten irgendjemand läuft hier. Okay, da soll reinkommen. Boah. Irgendjemand ist da unten. Die haben sich gut positioniert. Ich finde, das ist so ein bisschen wie ein Rainbow Six, falls es einer von euch kennt. Boah. Das ist so ein bisschen wie ein Rainbow Six. So, wenn da hinten ist eine Geißel, ist haben wir ein Problem. Aber ich glaube, ich weiß meist jetzt mal eben Tränengas. So. Wir haben eine Geißel gekillt. Scheiße, ja, dann machst du jetzt halt nichts, ne? Verdammt. Und hier kommen wir nicht durch. Okay, das heißt, es gibt hier oben eigentlich keinen mehr. Und jetzt alle. Jetzt ist mein GTA gecrashed. Oh, Scheiße. Okay, man darf ihn nicht festnehmen, den im Heist. Das wusste ich nicht. Das tut mir jetzt leid. Scheiße. Egal, wir probieren den Heist trotzdem nochmal zu beenden. Zumindest Roleplay-mäßig. Aber ich glaube, hier ist keiner mehr. Ja, okay, scheiße. Alice BFR ist gecrashed. Es tut mir leid, Leute. Mensch.
Oh, hallo. Macht ihr noch Investigations oder was? Ach Mann. Jetzt hätte ich jetzt gern gespielt. Gut. Das heißt, wir haben ein Geiseldrama mit Open End. Beziehungsweise einen Geiselnamen mit Open End. Geiseldrama ist es ja nicht unbedingt. Ja, verdammt. Okay. Da machst du nichts. Scheiße. Ist, ja gut, das Plugin ist gecrashed, ne? Ja gut, dann machst du es halt echt nichts. Verdammt, man darf keine Leute festnehmen. Also nicht hier Takedown quasi. Also Leute verhaftet quasi. Ich wusste halt nicht, wie man die Geisel befreit. Ich dachte, wir könnten die so befreien. Aber scheinbar geht das nicht so. Na gut, Leute, es tut mir leid. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der weiteren Folge. Die kommt dann morgen wieder mit deutschem Szenario. Und ja, ich würde sagen, bis dahin. Haut rein, macht's gut. Tschüss.